Guten Morgen. Ich bin auch ein klein bisschen müde, weil ich nicht so super geschlafen habe. Aber ich will mich davon heute nicht abhalten lassen, denn ich möchte ja möglichst schnell, möglichst bald meine nächste Klausur schreiben. Und deswegen werde ich mich heute wieder auf Sozialpsychologie vorbereiten und weiter auswendig lernen. Ich bin da ja eigentlich schon relativ weit, aber es fehlt halt immer noch so ein bisschen. Und ich kann irgendwie ganz, ganz schwer einschätzen, wann ich so für die Klausur bereit bin. Ich habe halt auch immer wieder Unterbrechungen drin und das ist natürlich super nervig und frustrierend und es wirft mich halt immer so ein kleines bisschen zurück. Aber naja, kann ich auch nichts dran ändern. Deswegen, ja, werde ich versuchen, mich heute möglichst gut darauf vorzubereiten. Und ich bin mal gespannt, wie weit ich komme. Eigentlich bin ich relativ zuversichtlich, dass ich heute da einiges schaffen kann. Aber erstmal möchte ich meinen Tag auch einmal kurz ein bisschen durchplanen, damit ich so eine ungefähre Struktur habe, wann ich heute was mache. Erstmal muss ich jetzt gleich einmal zur Apotheke. Ich muss noch ein Medikament abholen. Und danach habe ich mir Lernen eingetragen und zwar im Zeitfenster von 2 Stunden. Danach habe ich mir so eine kleine Mittagspause quasi eingetragen, in der ich halt genug Zeit habe, um Mittagessen zu machen, um eine Pause zu machen. Und danach habe ich halt nochmal ein Lernfenster von 3 Stunden. Dann habe ich halt insgesamt 5 Stunden. Und ich finde es für heute eigentlich ganz gut, weil ich halt nur auswendig lerne. Und ich finde, nur auswendig lernen ist halt immer schon sehr anstrengend und halt sehr eintönig. Und deswegen finde ich, viel länger als das kann man da oder kann ich da auf jeden Fall nicht so gut lernen. So, danach habe ich mir noch Aufräumen eingetragen. Hier sieht es nicht super schlimm aus, aber so die Küche könnte so ein bisschen aufgeräumt werden und hier könnte einmal durchgesaugt werden und sowas. Auch nur so eine Stunde. Einfach damit es halt hier wieder schön ordentlich ist. Ich habe mir danach erstmal nichts eingetragen, weil ich mir vorstellen könnte, dass ich da vielleicht mich nochmal hinsetze und lerne oder vielleicht nochmal irgendwas anderes mache, aber ich möchte mir die Zeit einfach so ein bisschen frei halten und dann spontan entscheiden, was ich dann da noch mache oder ob ich da überhaupt noch großartig was mache. Und dann kann ich halt viel mehr danach entscheiden, wie ich mich halt zu dem Zeitpunkt fühle und was da halt gerade am sinnvollsten ist. Heißt, heute fängt der Tag quasi um 9 Uhr an, also ich bin um 8 Uhr aufgestanden. Und ich würde eigentlich ganz gerne früher aufstehen, aber ich schlafe momentan echt so beschissen. Es liegt halt auch ein bisschen daran, dass ich aktuell in der Eingewöhnung von neuen Medikamenten bin. Und das wirkt sich halt, also die haben halt, diese Medikamente haben wirklich alle Nebenwirkungen, die es überhaupt gibt. Und auch auf den sehr häufigen, also die Nebenwirkungen, die sehr häufig auftreten, da sind zum Beispiel Schlafstörungen auch mit dabei. Also Einschlaf, Durchschlaf und noch irgendwas, keine Ahnung. Also alles an Schlafstörungen. Es wird sich wahrscheinlich alles noch legen, aber aktuell ist es nicht ganz so cool. Deswegen würde es gar keinen Sinn ergeben, früher aufzustehen. Auch wenn ich eigentlich ganz gerne früh aufstehe, weil mir das immer so ein gutes Gefühl gibt, dass ich so, weiß ich nicht, wenn ich halt einfach früh schon was geschafft habe. Aber ja, genau, das ist der Plan. Das heißt, ich werde mich jetzt fertig machen und rausgehen. Es ist super kalt draußen. Aber ja, das ist so das Erste, was ich eben machen möchte, damit ich später nicht so eine Unterbrechung drin habe und nicht nochmal raus muss. Ich glaube, Julie möchte hier gerade der Star des Videos sein. Guten Tag. Eine ganz süße Maus. Einmal mein Outfit of the Day. Es ist super unspektakulär. Ich habe hier so eine dunkelrote, so eine weitere Hose an. Und meine Chucks dazu, weil ich die ungefähr jeden Tag trage. Und die Katzenspielzeug. Dann habe ich so ein Langarm-Shirt. Eigentlich wollte ich dazu, darüber noch so eine Strickjacke ziehen, aber ich habe die gerade nicht gefunden. Und ich glaube, das wird gleich ein bisschen zu kalt werden draußen. Aber das wird schon. Dann habe ich hier einfach meine schwarze Winterjacke, weil die schön warm ist. Und mein Stoffbeutel natürlich, mein Miffy-Beutel. Der muss natürlich auch immer dabei sein. Aber ja, ich glaube, ich hätte halt die Strickjacke weiter suchen sollen, weil es sind 1 Grad draußen. Und es wird so ein bisschen kalt. Aber es ist schon okay, ich werde es überleben. Jetzt mir meine ganzen Sachen mit an den Schreibtisch genommen. Ich werde wahrscheinlich viel mit dem iPad lernen, denke ich mal. Dann werde ich die Zusammenfassung durchgehen und vielleicht auch noch Karteikarten.
Ich bin mir noch nicht so sicher, mit was genau ich lernen möchte. Ich werde dich so zwischen beidem hin und her switchen, könnte ich mir vorstellen. Ich habe aber auch noch meinen Laptop hier, falls ich doch nochmal irgendwas anderes machen möchte. Didi. Dann werde ich auf jeden Fall nochmal die ganzen Klausurfragen, Übungsfragen, also die Probeklausur und diese Testfragen, die man machen muss, um zur Klausur zugelassen zu werden, und diese Fragen zwischen den Lektionen werde ich dann auch nochmal auf jeden Fall machen. Ich glaube, das mache ich immer, wenn ich so fertig bin mit dem Lernen von einer Lektion, aber ich schaue mal. Also ich habe mir heute extra nichts Konkretes vorgenommen, sondern einfach nur halt Sozialpsychologie zu lernen. Und dann schaue ich mal, was halt wie am besten funktioniert, weil ich kann halt gar nicht sagen, wann ich was auswendig kann. Ich glaube, Lektion 1 sollte auf jeden Fall relativ schnell gehen, die kann ich schon relativ gut. Aber die anderen Lektionen kann ich so gar nicht einschätzen. Also ich muss leider sagen, dass das mit dem Lernen gerade nicht so gut geklappt hat. Beziehungsweise, ich habe halt die 2 Stunden jetzt gelernt, aber ich habe halt einfach das Gefühl, das war halt echt nicht so effektiv, weil ich mich richtig schlecht nur konzentrieren konnte und das Gefühl hatte so, es bleibt gefühlt gar nichts hängen. Ich werde halt heute auf jeden Fall trotzdem noch weiter lernen und den Plan so durchziehen, wie ich ihn halt am Anfang machen wollte. Und mich dann einfach damit abfinden, dass es heute vielleicht nicht ganz so effektiv ist. Wir werden jetzt erstmal Essen machen, beziehungsweise... Wir haben hier unseren Nudelsalat. Heißt, ich muss mir jetzt auch zum Glück nichts großartig irgendwie kochen oder so, sondern ich habe mein Essen schon fertig. Was sehr cool ist. Das riecht sehr gut. Ich werde dann gleich jetzt erstmal was essen in aller Ruhe. Vielleicht nehme ich mir noch eine halbe Stunde mehr Pause quasi, damit ich mich ein bisschen ausruhen kann. Aber ich schaue dann gleich mal. Aber es ist halt ein bisschen... Es ist halt ein bisschen frustrierend, ne, wenn man sich so vornimmt, viel zu schaffen und dann funktioniert es halt einfach nicht. Und es ist halt vor allen Dingen auch so frustrierend, weil ich halt nichts dran ändern kann. Also ich kann halt nichts dran ändern, wie gut ich mich jetzt heute konzentrieren kann. Habe ich halt keinen Einfluss drauf oder so. Da kann ich nicht einfach, weiß ich nicht, ne, ist halt doof. Das Essen hat zum Glück schon mal geholfen, dass ich mich ein bisschen mehr wieder wie ein Mensch fühle. Ich habe jetzt meine ganzen leeren Sachen einfach erstmal ins Bett geholt und werde jetzt hier weiter lernen. Und ich werde mir jetzt so Videos anschauen. Also hier, das sind dann immer die Videos zu der Lektion oder beziehungsweise zu den Lektionen. Das werde ich jetzt halt machen, weil das ein bisschen weniger anstrengend ist. Und da kann ich mich quasi erstmal noch ein bisschen kurz ausruhen. Okay, jetzt kurzes Update. Ich habe jetzt ein paar Videos geguckt. Ich fand halt einige davon sehr gut. Aber manchmal, irgendwie, ich weiß nicht, zu manchen Themen war es nicht ganz so hilfreich. Aber ja, war ganz interessant. Aber ich habe das Gefühl... Das hat mir jetzt nicht so super viel geholfen. Also beim Verständnis ja, aber ich habe halt die meisten Themen eh schon verstanden. Ich muss halt jetzt einfach nur noch diese ganzen Definitionen und alles halt auswendig lernen. Aber es war für mich halt immer noch besser, als gar nichts zu machen. Ich werde jetzt versuchen, die nächsten 2 Stunden aber noch mal wieder weiter auswendig zu lernen. Also ich werde mir wieder hier mein iPad nehmen und dann versuchen, die Zusammenfassung zu lernen. Und wahrscheinlich werde ich auch wieder mit Karteikarten arbeiten. Also vorhin hatte ich das auch so gemacht, dass ich... halt ab und zu die Zusammenfassung durchgegangen bin und manchmal die Karteikarten, um so ein bisschen Abwechslung zu haben. Und ich denke, das werde ich jetzt auch wieder machen. So, Friends. Ich habe noch ein bisschen länger gelernt, als ich es geplant hatte. Ich habe mir gedacht, ich werde heute nichts mehr irgendwie im Haushalt machen. Aber ich habe heute einfach... überhaupt nicht mehr die Energie dafür, so gar nicht. Also ich bin heute einfach echt nicht so fit. Heute Morgen dachte ich so, geht alles klar, alles cool. Ich muss sagen, ich wurde leider gehumbled von meinem eigenen Körper. Der hat mir gesagt, nee, gar keinen Bock. Ich bin jetzt vor allen Dingen so die ersten 4 Lektionen immer wieder durchgegangen und habe versucht, die zu lernen. Aber ich sag euch, wie es ist, es hat nicht so gut funktioniert, ne?
Muss ich jetzt leider ehrlich sagen. Es war nicht so erfolgreich. Es geht mir ein bisschen besser. Also ich fühle mich nicht mehr ganz so unkonzentriert wie vorhin. Aber es war trotzdem halt immer noch so ein bisschen so... Ich hatte ganz oft das Gefühl, es kommt nichts an. Und I don't know, vielleicht liegt es am Schlafmangel oder am Medikament oder an was auch immer. Aber es war heute natürlich ein bisschen frustrierend jetzt auf jeden Fall. Ich habe überlegt, ob ich jetzt noch ein bisschen Yoga mache. Das könnte helfen. Ich bin gerade gar nicht so müde, ich bin eher so schlapp. Und gerade bin ich an so einem Punkt, wo ich mir denke, so, boah, nee, bewegen, gar nicht. Aber manchmal hilft es ja, wenn man so ein bisschen dagegen arbeitet. Ich habe mich jetzt auch noch in meine Sportklamotten geschmissen, beziehungsweise mir eine Sporthose angezogen nur. Und den Rest habe ich noch so an wie vorhin, weil wir wollen hier keine Energie verschwenden. Aber ich dachte, vielleicht hilft ein bisschen Bewegung doch einfach, dass ich mich so ein bisschen wacher fühle. Ich meine, es ist natürlich jetzt auch schon Abend, ich muss jetzt nicht mehr super wach werden, aber so, keine Ahnung, dieses Schlappheitsgefühl ist einfach super nervig, deswegen... Hoffe ich, dass es mir dann ein bisschen besser geht. Vor allen Dingen, weil auch mein Nacken auch schon wieder so ein bisschen verspannt ist. Ich habe mir jetzt dieses Video rausgesucht, weil es hat halt hier Rücken und so, Wirbelsäule, hört sich gut an. Mobilisieren hört sich toll an. Guck, oh, steht sogar zum Wachwerden. Perfekt. Okay, Friends. Also ich muss sagen, nach dem Yoga geht es mir ein bisschen besser. Aber so richtig wach bin ich immer noch nicht. Da habe ich mich jetzt dazu entschlossen, jetzt erstmal nicht mehr zu lernen. Wäre ganz cool noch gewesen, weil ich habe ja, wie gesagt, jetzt einfach so das Gefühl, ich hatte jetzt so... Es war einfach nicht so erfolgreich. Ich bin immer so ein Mensch, ich bleibe schon relativ lange wach. Weil ich einfach auch vorher nicht einschlafen kann. Wo ich ja vorhin noch darüber geredet habe, dass ich halt so schlecht schlafe. Und dann sage ich, oh, ich bleibe immer so lange wach. Aber es liegt wirklich daran, ich kann auch nicht so früh einschlafen und ich weiß nicht, wie ich in diesen Schlafrhythmus kommen soll, aber na gut. Aber ja, vielleicht, ich habe noch die Hoffnung, dass ich vielleicht später noch ein bisschen lerne, weil ich weiß nicht, was das ist, aber manchmal so gegen 9 Uhr, 9, 10, 9 oder 10 Uhr, habe ich manchmal noch so die, denke ich mir so, manchmal noch, okay, ich gehe jetzt noch ein bisschen. Ich habe mich jetzt erstmal ins Bett gesetzt, ich muss immer noch mein Buch weiterlesen. Und der Film kam jetzt schon ins Kino. Ich habe das Buch immer noch nicht gelesen. Aber ich gehe auch nicht so gerne ins Kino, muss ich sagen dazu. Also ich werde es mir wahrscheinlich auch sowieso nicht angucken. Aber ich sehe halt überall Leute, die darüber reden und so ihre Meinung dazu abgeben. Und ich überfliege das halt immer nur so ein bisschen, weil ich wissen möchte, wie die den Film fanden. Ich habe immer so sehr Angst vor Spoilern. Und ja, das heißt, ich muss es unbedingt bald mal fertig kriegen, dieses Buch. Und ich habe generell richtig Lust, wieder mehr zu lesen, aber ich weiß noch, ich bin gar nicht drin in der ganzen Lesewelt und was gerade so, keine Ahnung, gute Bücher sind. Das Problem ist halt, wenn ich so zum Beispiel auf TikTok, ne, da gibt es super viele Leute, die so über Bücher reden. Und ab und zu sehe ich da Bücher und ich weiß auch immer so, was da so gehypt ist, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das Sachen sind, die mir gefallen würden. Aber vielleicht bin ich einfach da auf der falschen Seite. Aber mal schauen, weil ich brauche unbedingt ein paar neue Bücher und ich brauche aber auf jeden Fall was Spannendes. Also ich brauche Spannung und Grusel, weil das bringt mich dazu zu lesen. Also so Thriller konnte ich immer schon richtig schnell durchlesen. Und Thriller sind halt sowieso mein Lieblingsgenre bei Filmen und bei Büchern. Und ich habe auch immer schon so Grusel so richtig geliebt, auch als Kind war ich schon so ein richtiger Grusel-Fan. Ich frage mich halt, wie das kommt, dass man als Kind sowas schon toll findet. Aber das fand ich damals schon toll und wollte immer... alles mögliche an Gruselfilmen gucken und Gruselgeschichten zum Einschlafen hören und so weiter. Deswegen, ja, das fand ich immer schon irgendwie toll. Deswegen muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen, was es da gerade so für Bücher gibt. Vielleicht kann ich auch erstmal auf Klassiker zurückgreifen, weil so, da weiß man ja, dass die eigentlich ganz gut sind. Aber mal schauen. Aber es ist sehr schwierig. Aber Buchempfehlungen gerne in die Kommentare. Aber bitte was mit viel so Spannung, weil dann kann ich nicht gut lesen. Muss ich leider sagen. Also ich wäre gerne jemand, der halt auch so dicke Romane lesen kann, aber nee, geht leider nicht. Okay, aber ich glaube, damit beende ich das Video schon mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!